Eine neue Runde Tell the Truth hier auf dem YouTube-Channel der Easy Credit BBL. Wieder vier Spieler mit jeweils einer Geschichte, aber nur einer stimmt. Und Yoshiko Saidu macht den Anfang. Schieß los. Mein Urgroßvater hat damals, er war Chirurg, aber gleichzeitig auch Vorsitzender vom Sportbund, ja, und Hobbyzeichner. Okay. Er hat damals viele Designs erstellt. Und eins seiner Designs, was er damals vorgeschlagen hat, ich weiß nicht genau, es war zwischen 1910 und 15, ich glaube 12 oder 13, irgendwie sowas die Richtung, hat er vier Ringe gemalt, die damals zum Design für Olympia zugelassen worden sind. Boah. Und in der Wahl, zwei Jahre später, wurden verschiedene Designs zusammengetragen und seins wurde ausgesucht. Es gab kein Geld dafür damals, gerade weil es ja ist auch bitter, ne? Ja, aber eine Sache haben wir bekommen als Family. Okay. Seitdem werden wir zu Olympischen Spielen eingeladen. Jedes Mal drei VIP-Tickets, alle zwei Jahre. Einmal Winter, einmal Sommer, Spieler für Olympia. Also ich habe sie selber noch nie in Anspruch genommen, weil ich ja wenig Zeit habe, wie du weißt. Aber manche meiner Familie hypen das richtig krass. Flugtickets werden auch bezahlt, aber leider nicht erste Klasse, sondern normale Klasse. Boah, ist schwierig, weil es sind so viele Details, dass ich mir einerseits denke, okay, es kann nicht gelogen sein, weil es ist so viel drumherum, auch was du erzählt hast. Andererseits, vielleicht ist es auch die Masche, ne, um mich auszutricksen. Zweite Geschichte, Chris Senkfelder ist da und ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ja, ich habe ein besonderes Hobby und zwar habe ich zwei besondere Haustiere, die ich erzählen wollte. Ich habe zwei Vogelspinnen, eine Krausau-Vogelspinne, eine Tigervogelspinne und ich habe mir die erste in den USA gekauft. Ja, wir hatten das im Biologieunterricht ein bisschen, da habe ich ein bisschen Interesse daran gefunden. Hab mir dann eine gekauft, die dann mit rübergebracht und dann in Braunschweig die zweite gekauft, genau. So, dritte Geschichte. Ich habe Leon Kratzer hier und ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ich war früher, habe ich bei Wetten, dass mitgemacht. Bei Wetten, dass? Bei Wetten, dass habe okay. ich mitgemacht. Ich habe früher Wetten, dass angeschaut und ich war mal ein riesiger Fan von Thomas Gottschalk. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, vielleicht kann ich da mal irgendwie mitmachen, komme ich irgendwie rein. Weil aus meiner Region, muss ich sagen, sind sehr viele Sprudelwasserfirmen oder halt generell, was soll ich sagen, wie nennt man das, Wasserfirmen einfach. Hab dann dadurch sehr viele Sprudelwasser getestet. Und so sind wir auf die Idee gekommen, einfach mit ein paar Kollegen, dass wir die Wasserflaschen testen und damit halt zu Wetten, dass gehen. Also ich musste die Wasserflaschen erkennen, an dem Aufmachen. Also du machst jetzt die Wasserflaschen auf. Ah, an dem Zisch. An den Zischen, genau. Okay. Fünf musste ich erkennen. Mhm. Von sechs Stück waren das, genau. Und ich habe es halt, ich habe nur vier geschafft. Okay, wilde Geschichte. So, die vierte und letzte Geschichte. Rashid Malbasic ist da. Schieß los. Also, ich bin ja gebürtiger Slowene. Ich habe dort bis zu meinem 14. Lebensjahr gewohnt, gelebt mit den Eltern. Bin zur Schule gegangen, damals leider noch nicht so sportlich talentiert gewesen. Und der Schuldirektor hat gesagt, ich muss mich mit irgendwas anderem beschäftigen als Schule. Da ist auf die Idee gekommen, dass ich Schach spiele. Mein damaliger Matheprofessor war Schachlehrer und wir haben nachmittags hatten immer eine Freistunde, also zwischen 13 und 14 Uhr. Und dort habe ich trainiert. Nach einigen Monaten hat es ergeben, dass ich nicht nur dick war, sondern auch sehr begabt für Schach. Und es hat sich so entwickelt, dass ich das Schuljahr beendet habe und sehr erfolgreich im Schach war. Und dadurch habe ich mich erkämpft, dass ich bei den Olympischen Spielen in Slowenien Schach spielen durfte. Ich war damals 12 Jahre alt und besetzt die sechste Position auf den Olympischen Spielen in Slowenien 2002. Okay, jetzt darf ich ja drei Fragen stellen. Bitte, tob dich aus. Du hast gesagt, er hat dieses Design gemacht. Wie hat er das damals eingereicht? Gab es da einen Wettbewerb oder eine Ausschreibung oder wie kam es dazu? Mir wurde es damals so erklärt, dass es verschiedene Zeichnungen gab. Wie gesagt, er hat eine auch eingereicht, dass es sowas wie also Wettbewerb oder verschiedene Vorlagen gab und dass seine ausgesucht wurde. Also Wettbewerb, wenn du es so wissen willst. Du hast zwei Vogelspinnen. Haben die Namen? Ja, Benny und Coco. Benny und Coco? Dann sag mir doch erstmal, wann das war, also wie alt warst du? Ich war sieben. Sieben? Sieben war ich, ja. Boah, ganz schön früh. Ich muss kurz überlegen, Schach ist doch überhaupt nicht olympisch, oder? Es ist nicht offiziell olympisch, aber es war zu den Kinderolympiade 2002 in Slowenien. Ach, Kinderolympiade. Ich war zwölf ich Jahre. Ich habe gerade überlegt, weil Olympia war ja in Sydney 2000. Genau, ja. Und dann 2004 in Athen, glaube ich. Und 2002, das war dann Kinderolympiade. Es war Kinderolympiade. Also es war ein Jugendbewerb, es hat den Namen Olympiade gehabt. Und du hast ja gesagt, er war Chirurg. Mhm. Ja, und wo war er tätig? In welcher Stadt? In Bergisch Gladbach. In Bergisch Gladbach, okay. Ja. Wie alt sind die? Also die eine ist jetzt zwei Jahre, die habe ich mir in den USA gekauft, die andere jetzt ein Jahr, genau. Okay, zwei Fragen relativ schnell verschwendet. Wer waren denn so die Topstars, die damals in dieser Sendung zu Gast waren? Das war Hugh Grant.
und Udo Jürgens. Udo Jürgens? Nein, Udo Jürgens. Udo Jürgens, Udo Jürgens. Okay, ja. Udo Jürgens. Okay, es kam jetzt schon souverän. Spielst du heute immer noch Schach? Ab und zu, ja. Also ich bin noch nicht so Fanat in das Spiel, aber ich spiele ab und zu Schach. Und die letzte Frage wäre, du hast ja gesagt, ihr bekommt jetzt immer diese Tickets. Was war denn dann so bei den letzten Olympiaden das größte Event, wo jemand aus deiner Familie dann eben war? Also bei Rio waren viele, aber welche Events die jetzt genau angeschaut haben, die haben nur erzählt, okay, es ging da auch überwiegend eher um die Stadt und dann ging es um Sprint und aber um das, was alle anderen auch mitbekommen jetzt, okay. Weißt du, aber generell, die Feiern ist halt hart, das ist so, dass es halt umsonst ist. Mhm. Und dass es so ein Event ist, dass es irgendwie doch gewertschätzt wird, auch wenn es halt, wie gesagt, kein Geld ist, sondern aufgewogen wird in einer Erfahrung, sage ich jetzt mal. Wie oft fütterst du die und womit? Also ich fütter die meistens mit Insekten. Mhm. Also da gehst du halt zum Tee-Store, ansonsten klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber klar, wenn man die toten Fliegen in der Wohnung findet, die habe ich denen auch schon gegeben. Und ich fütter diese ein bis zweimal pro Woche. Pro Woche? Ja, pro Woche. Also die Vogelspinnen brauchen generell ja weniger zu essen. Die sind das gewöhnt. Knifflig, ich werde mir Gedanken machen und ja, du hast ein gutes Pokerface. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, kannst du dich noch an die 4 Marken erinnern, die du erkannt hast? Und wenn ja, welche waren das? Also mir sagen jetzt 2. 2 kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war Rhönsprudel und Krombacher. Oh, tough. Okay. Ich kenne mich mit Schach auch nicht so gut aus. Kann auch Nachhilfe geben. Ja, können wir mal machen. Spielen wir mal eine Runde. Kannst du dich noch an den Zug erinnern, mit dem dein Gegner dich geschlagen hat? Nein. Ich kann ja auch begründen, wieso. Das Turnier war also auf 5 Minuten begrenzt und die Zeit ist leider abgelaufen und ich bin ohne Zug verloren, also gegangen. Man verliert am Ende, wenn man das Spiel nicht zu Ende spielt, aber dein Zug war. Ah. Und wir haben so lange gespielt, also wir haben länger als 5 Minuten gespielt. Ich mache einen Zug, ich gehe drauf. Und ich habe zu lange überlegt, habe zu wenig Züge gehabt, um zu schlagen. Und am Ende hatte ich keine Zeit, um einen Zug zu machen. Okay. Boah, schwierig. Gut, dann danke für die Geschichte. Bitte. Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wer gelogen hat. Auch ein gutes Pokerface. Und ja, ich muss noch mal kurz in mich gehen, bevor ich mich festlege. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe die 4 Geschichten gehört, ihr habt die 4 Geschichten gehört. Ich versuche jetzt so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren vorzugehen und fange an mit der Geschichte, die ich am wenigsten geglaubt habe. Und das war die von Yoshiko. Es hat mich stutzig gemacht, dass er mir gesagt hat, seine ganze Familie darf theoretisch zu jedem olympischen Event. Flüge werden übernommen, Tickets werden übernommen, Hotel wird übernommen, er kann überall hin. Und dann sagte er mir, er hat es noch nie in Anspruch genommen. Kann sein, dass ich mich täusche, aber das kam mir komisch vor und deswegen würde ich Yoshiko als Ersten aufschließen. Meine Geschichte eben gerade war die größte Story aller Zeiten. An der Story hat nichts gestimmt. Ich bin gespannt, wie gut er mich einschätzen kann. Okay, gut. Was dir tatsächlich auch nicht aufgefallen ist beim Vortrag, er hat aus Versehen gesagt, 4 olympische Ringe. Doch, das ist mir aufgefallen, aber er hat mir ja dann gesagt, dass dieser Entwurf nur als Vorlage diente für das Endlogo und deswegen habe ich das nicht hinterfragt. Es ist mir aufgefallen, dass er nur 4 gesagt hat. Stimmt. Kommen wir zu Leon, auch eine coole Geschichte. Ist auf jeden Fall eine typische Wetten-Das-Wette. Ich habe früher auch immer Wetten-Das geschaut. Ich habe jetzt auch keine Unstimmigkeiten entdeckt und wenn ich mich da entscheiden müsste, hätte ich gesagt, Leons Geschichte ist gelogen. Die Geschichte ist leider erfunden. Ich glaube, sowas würde ich mir niemals im Leben machen. Natürlich wäre ich trotzdem mal gern bei Wetten, dass und hätte die ganzen Stars getroffen, aber es war nicht so. Ja, jetzt wahrscheinlich war es dann Rashid, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich wollte mich eigentlich nicht für die Geschichte von Chris entscheiden, weil ich mir dachte, es wäre zu einfach, da es im Vergleich zu den anderen Geschichten die unspektakulärste ist. Aber man soll immer mit seinem ersten Gefühl gehen und ich habe gesagt, ich lege mich auf Chris fest. Er hat jetzt auch nicht so extrem glaubwürdig vorgetragen, aber für mich ist das am ehesten die Geschichte, die ich glauben würde. Es kann aber auch genauso gut eine Lüge sein, nur ich muss mich ja festlegen. Ich nehme die Vogelspinnen von Chris. Also diese Geschichte ist nicht wahr. Ich habe keine 2 Vogelspinnen. Ich habe noch nicht wirklich Haustiere zu Hause, also in Leverkusen meiner Familie haben wir 2 Hunde, aber das war's auch. Rashid! Jetzt hat er mich sogar gekriegt, er hat... Ja! Verdammt. Lieber Sivas, ich muss dir sagen, meine Geschichte ist wahr. Ich war in der Schulolympiade 2006 in Schach. Ich hoffe, du hast das richtige Tipp. Boah, ärgerlich. Ärgerlich. Also bei 2 hatte ich einen richtigen Riecher, aber Rashid hat mich gekriegt. Gut gemacht. Ich weiß nicht, ob du es extra gemacht hast, aber diese Unstimmigkeiten mit der Olympiade und so, die haben mich einfach auf eine falsche Fährte gelockt. Deswegen
habe ich es wieder nicht geschafft. Aber sehr coole Geschichten dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mal in die Kommentare, wem ihr geglaubt habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!